Nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Jürgen Trittin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unilateralismus, Nationalismus, all dies ist Gift für die internationalen Beziehungen, für die Weltwirtschaft und letztendlich für den Weltfrieden. Dazu zählen auch unilaterale Sanktionen, Bedrohung deutscher Unternehmen mit Sekundärsanktionen, Erpresserbriefe aus Botschaften und ähnliches Dinge. Und in der Tat muss man von der Bundesregierung erwarten, dass sie endlich etwas tut, nicht nur davon redet, unsere europäischen und deutschen Unternehmen vor so etwas zu beschützen. Herr Altmaier muss aus seinem Phlegma raus und Frau Merkel aufhören, sich Handlungen zu verweigern. Aber, Herr Gauland, über Sie muss ich mich denn doch wundern. Als Richard Grenell seinen Job hier antrat, da konnten alle sehen, wie auf dem Tempelhofer Feld die AfD-Abgeordneten Schlange gestanden haben, um ein Selfie zu bekommen mit diesem Steve Bannon der US-Diplomatie. Und bevor Sie sagen, das stimmt alles nicht, will ich noch aus dem Glückwunschtelegramm des Kollegen Gauland zitieren zur Amtseinführung von Herrn Trump. Da sprach er davon, es handele sich bei Ihnen und Herrn Trump um natürliche Verbündete. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und beklagen US-amerikanische Einmischung, allen voran von Donald Trump. Ja, es stimmt, es stimmt. Richard Grenell betreibt Brachial-Marketing für Fracking-Gas. Und übrigens, lieber Kollege Pfeiffer, Fracking-Gas hat keine bessere CO2-Bilanz als Steinkohle. Es hat genau die gleiche. Und es ist keine Übergangstechnologie. Es heißt, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Aber wenn wir hier mit America First in der Energiepolitik konfrontiert sind, dann dürfen Sie doch zuletzt überrascht sein. Das ist doch genau das, was Sie wollen. Die Recht des Stärkeren anstelle der Stärke des Rechts. Das ist doch praktiziert, das, was Bannon, Bolton, die Sie sonst beklatschen, entsprechend jeden Tag predigen. Und jetzt wird es angewandt und jetzt fangen Sie an zu jaulen. Sie sollten mal selber zusehen, was passiert, wenn Nationalisten das umsetzen, was sie ankündigen. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, Sie verteidigen deutsche Interessen, um die Souveränität in der Energieversorgung zu sichern. Wissen Sie, die hängt nicht an Nord Stream 2. Nord Stream 2, wie viele andere fossile Projekte, die sind keine Übergangstechnologie, die sind nichts anderes als eine Wette gegen die europäischen Klimaschutzziele, sind eine Wette gegen das Pariser Abkommen, nichts anderes. Und liebe Freundinnen und Freunde von der SPD, wenn wir bis 2030 den Verbrauch von Öl, Gas und Kohle von fossiler Energie um 30% reduzieren, absolute Reduktion, nur dann werden wir die Pariser Ziele erreichen. Und das müssen Sie wissen, Herr Kremers. Wir werden bis 2050 sicherzustellen haben, dass 4/5, 80% der heute bekannten Vorräte an Kohle, Öl und Gas unter der Erde bleiben, sonst werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Sie können sich jeden Freitag bei den Profis darüber kundig machen, wenn Sie wollen. Aber zum Mitschreiben, liebe Kollegen von der AfD, Energieversorgungssicherheit, die gibt es nicht national. Wissen Sie eigentlich, dass 70% unserer Energie, unserer Primärenergie importiert ist? 90% der Steinkohle kommen aus dem Ausland, 90% des Öls, 90% des Gases. Und jetzt für alle, die gerne von Laufzeitverlängerungen träumen, 100% des Urans muss importiert werden. Darauf kann man keine Energieversorgungssicherheit aufbauen. Wie also verstärkt man seine Energiesouveränität? Wie sorgt man für Energieversorgungssicherheit? Man stärkt die heimischen Energien. Und was sind die heimischen Energien, die wir haben?
was wuchs, bis die Große Koalition einen Deckel darauf gemacht haben. Erneuerbare Energien. Und da sage ich Ihnen eins, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, wer demonstriert denn zusammen mit Gegenwind gegen jedes neue Windrad? Das heißt doch nichts anderes. Sie leugnen nicht nur den Klimawandel, Sie sind nicht nur gegen das EEG, Sie untergraben täglich unsere Energiesouveränität, indem Sie unsere Importabhängigkeit in die Höhe treiben. Und deswegen nehme ich Ihnen das nicht ab mit den deutschen Interessen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum ich Ihnen das nicht wirklich abnehme. Sage Ihnen auch gerne, warum ich Ihnen das nicht abnehme. Eine Partei, deren Abgeordnete meinen, sie müssten Wahlkreisbüros in Russland aufmachen. Eine Partei, die gegen völkerrechtliche Vereinbarungen auf die Krim reist, mit Diplomatenpässe und das anschließend als Privatreisen ausgibt. Eine Partei, die einen Abgeordneten wie Herrn Frohnmeier in ihren Reihen hat, der offen in Russland als Einflussagent geführt wird. Eine solche Partei, er handelt nicht im deutschen Interesse. Das sind keine Patrioten, das sind vaterlandslose Gesellen.